Hier in Shiraz endete damals meine Reise und hier soll sie auch wieder starten. Letztes Jahr kam ich nicht dazu, aber dieses Mal möchte ich Shiraz erkunden und damit die Seele Irans ergründen. Shiraz ist eine historische Stadt und hat viele Denker und Dichter hervorgebracht. Zudem finde ich hier auch wunderschöne, verzierte Moscheen und Gebäude. Und ganz besonders hat es mir der historische Bazar angetan. Ich genieße die gute Atmosphäre und mag es einfach durch die Gänge zu laufen und den Händlern zu lauschen. Ich liebe das vielfältige Warenangebot hier, das meistens aus Gewürzen, Teppiche, Stoffe oder sonstige handgemachte Sachen besteht. Hier wie in diesem Geschäft werden die Produkte alle selber hergestellt und auch Reisende können hier ihre Nachricht hinterlassen. Shiraz hat viele wunderschöne Gärten zu bieten. Eines der ganz besonderen Highlights ist das Grab von Hafez. Die Iraner lieben Hafez und seine Gedichte und integrieren ihn fest in ihren Alltag. Man könnte fast sagen, Hafez Gedichte spiegeln die Seele Irans. Thank you.
Auch Goethe war ein Fan von Hafez. Und so schnappte ich mir ein Buch, um ein paar seiner Verse zu lesen. Pracht und Größe bin ich nicht zu dieser Tür gekommen. Mich zu verwahren vor dem Los bin ich hierher gekommen. Ich wandle auf der Liebe Pfad und von des Nichtseins Grenzen bis in das Land des Seins bin ich hierher des Wegs gekommen. Ich sah den grünen Pflaum des Bads und bin vom Paradiese zu pflücken dieses seltene Kraut ganz eigens hergekommen. Der Hüter bei solchen Schatz ist Gabriel der Engel. Als Bettler bin ich zu der Tür des Schatzes hergekommen. O Schiff der Leitung und der Huld, wo ist der Güter Anker? Ich bin im Meere dieser Welt in die Gefahr gekommen. O Regen, der die Sünde wäscht, mein Wangenglanz verschwindet, wasch mich. Ich bin durch meine Schuld ins schwarze Buch gekommen. Wirf weg das wollene Kleid, o wirf es in das Feuer, denn hinter Karawanen her bin ich mit Weh gekommen. Ich besuchte noch die Pinke Moschee, die wegen ihrer bunten Verglasung einer der touristischen Highlights in Schiraz ist. Was mich verwunderte, ist, dass sie noch aktiv zum Gebet verwendet wird. Actually, I don't know everything about him because it is a little special. Mein Freund Wahid machte mich mit einem ganz besonderen Menschen bekannt. Hussein hat eine kleine Töpferei in der Altstadt von Shiraz. اینا معمولاً هم اینجوری هم خارجی ها در خودش چیزی بخواد ولی خیلی جالب مثلا اگه بهش نگی اصلا 6 ساعت هم غذا اونجا باشه نمیخوره هیریوار بیشتر من این بفرد هیریوار is one of my best friends. He is a special man, a special young man from a beautiful city of Shiraz. I proud of him because he is vegan, vegetarian and vegan, and he is also a big artist, a big traditional Iranian artist. Hossein, چند سال داری کار صحبت کردن؟ How many years have you? He has started it for 2 years. And what is your teacher's name? Mahmoud Sultan Nassan. He was my master. I was a collegian in Kerman 3 years and I taught this work over in Kerman. Oh, interesting. And all of these are his works, mm-hmm. And they have a special types of pottery. Yeah. Er strahlt eine gute Energie aus, die mich direkt fing, als ich das kleine Haus betrat. Er ist ein einfacher Mensch, der sein Handwerk liebt, immer mit einem Lächeln oder einem Lied auf den Lippen.
Für mich war der Besuch bei Hussein ganz klar das Highlight in Shiraz. Und ich konnte viel positive Energie für meine Reise mitnehmen und habe dazu noch einen neuen Freund dazu gewonnen. Meine Reise mit dem Fahrrad startet nun und ich bin gespannt, was mich noch alles im Iran erwarten wird.